Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei 3 nach 9. Judith und ich freuen uns sehr auf die nächsten 2 Stunden mit Ihnen. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Tolle Menschen haben sich hier versammelt. Wir können direkt loslegen. Vor exakt 20 Jahren feierte sie ihren Durchbruch. Wie sie über die Frau von damals denkt und was ihr heute wichtig ist, erzählt uns die fantastische Sarah Connor. Ob in Nachts unter Wölfen, Babylon Berlin oder die Kudamm-Trilogie, er überzeugt in allen Rollen und er duftet auch nach ihnen. Verstehen Sie nicht? Aufklärung gibt's von Schauspieler und neuerdings auch Romanautor Sabine Tambrea. Und sie bezeichnet sich selbst als einen westfälischen Dickkopf und kämpft für mehr Beteiligung von Frauen in der Politik. Welche Hoffnungen sie an eine neue Regierung knüpft, fragen wir die ehemalige Bundestagspräsidentin Professor Rita Süssmuth. Vor 2 Jahren landete ein damals 14-Jähriger einen viralen Superhit. Jetzt nutzt er diese Reichweite, um Grenzen zu durchbrechen zwischen Kindern mit und ohne Behinderung. Herzlich willkommen dem Comedian Karl Josef. Bisher dachten viele, der Mensch stammt vom Neandertaler ab. Dass das nur zum Teil stimmt, welches Genmaterial wir alle in uns tragen und was Karl der Große damit zu tun hat, erfahren wir vom Archäogenetiker Professor Johannes Krause. Herzlich willkommen. Dann zitter ich halt, heißt das gemeinsame Werk dieser beiden Herren. Der eine Deutschlands Showlegende Nummer 1, der andere Gründer der Parkinson-Stiftung. Herzlich willkommen, Frank Elstner, mit dem wir heute nicht nur über Parkinson sprechen wollen. Es liegt so viel an, der 80. Geburtstag, das Wetten, das Revival und Professor Jens Volkmann. Frank, wir legen direkt los und du musst jetzt ganz stark sein. Und zwar nicht, weil wir über Parkinson sprechen, sondern weil du heute die Fragen beantworten musst. Andersrum ist dir lieber, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei euch macht es immer Spaß. Ich gucke euch gerne an. Ich habe die Sendung oft gesehen. Und ich weiß, dass ihr so tolle Fragen stellt, dass es Spaß macht, zu antworten. Oh, das ist aber ein schönes Kompliment. Giovanni, ganz berührt. Wir haben nämlich uns noch mal die große Show zu deinem 75. Geburtstag angeguckt, moderiert von Markus Lanz. Und da ist uns aufgefallen, dass du sehr oft die Interviewführung quasi übernommen hast. Und wir haben uns gefragt, will der Mann nicht gerne im Mittelpunkt stehen oder hat er Angst vor den Geschichten, die seine Freunde und Bekannten da vielleicht jetzt raushauen? Nein, das Problem ist, wenn ich in einem Fernsehstudio bin und eine Kamera sehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin jetzt dran. Und wenn man dann warten muss und warten muss, bis man gefragt wird, dann ist das eine Zeit, die ich ungern überbrücke. Und da kommt es dann schon mal vor, dass ich einem Kollegen helfe bei der Moderation. Und glücklicherweise sind die Kollegen nicht sauer darüber, sondern freuen sich, er bewegt sich noch. Das kennen Schauspieler und Politiker und Sänger natürlich überhaupt nicht. Ne? Viel. Viel geplant. Lampenfieber, Lampenfieber gehört dazu. Und Hilfen auch. Okay. Ich habe kürzlich im Spiegel einen Artikel über dich gelesen und da bin ich wirklich über ein Zitat gestolpert. Wir kennen uns ja auch privat ein bisschen. Du hast da gesagt, ich bin nicht sehr gesellig und fühle mich in der Öffentlichkeit nicht wohl. Wie kann das sein bei einem Mann, der wie kaum ein anderer für die Unterhaltung eines Millionenpublikums steht? Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Da müsste man einen Psychiater fragen. Vielleicht kann Jens Volkmann da eine Antwort geben. Das ist der einzige Professor, den wir heute nicht haben. Ein Professor für Psychologie. Ja. Stimmt. Ich bin ein bisschen menschenscheu. Und vielleicht liegt das daran, dass ich als kleines Kind immer allen möglichen Leuten sagen musste, ich habe nur ein Auge, ich trage ein Glasauge, ich sehe nicht richtig. Ich habe damals immer viele Beulen am Kopf gekriegt, wenn ich an die Briefkästen gerannt bin. Und dann wird man nicht unbedingt ein Mensch, der sich wohlfühlt, wenn viele Leute zugucken.
Deswegen ist für mich eigentlich Fernsehen was Fantastisches, weil da gucken zwar viele zu, aber sie sind nicht im Studio. Du merkst es nicht. Ja, ich habe als junger Schauspieler begonnen in Karlsruhe am Kammertheater. Und da saßen 70 Leute gegenüber, die haben jetzt die ganze Zeit geguckt, na, was bringt der junge Kerl da? Und das machte mich viel nervöser, als wenn ich bei Wetten, dass 20 Millionen Zuschauer hatte. Ich wusste ja, die sind gut zu Hause untergebracht. Von welcher Zeit sprechen wir gerade? Wie alt warst du da? 80er Jahre. 80er Jahre, weil wir haben so ein schönes Foto von dir aus den 70er Jahren, das wir gerne mal zur Aufführung bringen würden. Und zwar aus der Bravo. Oh, bitte schnell wegfällen. Vielleicht können wir es einmal. Ach, da vorne ist es. Das ist bist tatsächlich ganz schrecklich. Du im ich war damals für kurze Zeit Bravo-Disc-Jockey. Und ich war ja bei Radio Luxemburg und gehörte zu den Leuten, die dafür gesorgt haben, dass in Deutschland bessere Musik gespielt wird. Und wir hatten eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren englischen Kollegen in London und hatten als Erste immer die Folien uns besorgt, bevor die Platte überhaupt erst gepresst wurde und sind dadurch wegweisend geworden bei der Musikbeurteilung in Deutschland. Dann gab es noch die Goldene Löwen von Radio Luxemburg und das war eine wunderbare Zeit. Nur was weniger wunderbar war, wir hatten in Deutschland keine Presse. Weil die deutschen Sender waren alle sauer auf uns in Luxemburg, weil wir sehr viel Geld verdient haben mit der Werbung. Und im Nielsen-2-Gebiet, also in Nordrhein-Westfalen, dem Sendegebiet des WDR zum Beispiel, da durfte der WDR keine Werbung machen. Und das waren die ganzen deutschen Sender waren eifersüchtig auf unseren Erfolg aus dem kleinen Luxemburg. Und wir kamen uns vor wie ein Piratensender, wie Radio Veronica von den Holländern. Und haben die Situation natürlich ausgenutzt. Und auf die Art und Weise kann ich nur sagen, habe ich zu meinem Publikum immer ein ganz besonderes Verhältnis gehabt. Ich fand es toll, wenn man sich mit uns beschäftigt hat. Aber ich fand es nicht toll, wenn man solche Fotos machen musste. Also ich kann mich noch erinnern, das war eine Mansardenwohnung, die ich hatte. Damals war ich noch nicht verheiratet. Ach, das war auch wirklich deine Wohnung? Ja, das war meine Wohnung. Du hattest so ein Fell auf dem Bett? Ich hatte ein, ja, das hat interessant, der, Frank. Nein, das hat der Fotograf mitgebracht. Ach so, okay. Der hat gesagt, als Bravo-Disc-Jockey musst du jetzt hier eine tolle Position machen. Und als ich das Foto gesehen habe, habe ich gesagt, lieber Gott, bitte mach, dass das nie gezeigt wird. Du siehst, meine Gebete werden erhört. Ja. Und das auch noch kurz vor dem 80. Geburtstag. Ich habe mich bei diesem Foto gefragt, ist das noch Tim, so heißt du ja eigentlich, oder ist das schon die Kunstfigur Frank Elstner, über die du auch im Spiegel gesprochen hast, dass du die erschaffen hast als Fernsehpersönlichkeit? Nein, das ist natürlich der Frank. Der Tim ist ein ganz anderer und den kennst du ja auch ein bisschen. Ich glaube, ich bin ein verhältnismäßig zurückhaltender Mensch, der Öffentlichkeit nicht benutzt, um Karriere zu machen, der sehr vorsichtig ist, der manchmal langweilig ist. Aber du musst meine Frau fragen. Britta. Ja. Ich glaube nicht, dass die mir sagen würde, dass du langweilig bist. Denn ihr seid ja schon relativ lange ganz glücklich verheiratet, ne? Nein, das würde ich ihr auch nicht empfehlen. Ja, eben. Jetzt kriegt man eine kleine leichte Ahnung, wie der echte Tim ist. Ja, in solchen würde ich ja nicht empfehlen, ist gut. Wenn du zurückguckst auf diese lange Zeit im Fernsehen und du hast gesagt, du hast vorher auch lange beim Radio gearbeitet, was war da für dich die größte Herausforderung? Also ich hatte eigentlich jeden Tag irgendeine Herausforderung. Als ich bei Radio Luxemburg angefangen habe, hatte ich keine einzige Schallplatte. Ich wusste überhaupt nichts über Musik. Ich war in einem streng katholischen Internat erzogen worden. Und da durfte man alles nur nicht Schlager hören. Und bei Radio Luxemburg habe ich mich eingesperrt, nachts im Archiv, und erst mal alle Platten durchgehört, damit ich nicht wie ein Trottel aussehe den Kollegen gegenüber. Und nach 3-4 Monaten dieser Beschäftigung war ich derjenige, der das meiste Repertoirewissen hatte. Und die kamen zu mir, die Kollegen, und haben gesagt, mal, wie heißt die neue Nummer von den Beatles da? Und sag ich, Let It Be, was brauchst du noch? Und ich war fleißig,
habe immer einen Weg gesucht, meine Aufgabe gut zu erfüllen. Und so ging das weiter. Dann kam Camillo Felgen zu mir und hat gesagt, du kannst doch Französisch. Ich sagte sicherheitshalber ja. Und, stimmte gesagt, es denn? Ja, ich habe Französisch in der Schule gelernt. Ja. So wie man Schulfranzösisch spricht. Und dann hat er gesagt, du pass auf, wir machen eine Sendung, Spiele ohne Grenzen beim WDR. Das wird eine riesengroße europäische Sendung. Und da brauchen wir noch einen Kommentator. Willst du das machen? Habe ich gesagt, klar, sofort, wann? Und dann habe ich einen Vertrag gekriegt vom WDR. Und 14 Tage später sind wir nach Arcachon gefahren. Wir, die Feinschmecker in Deutschland, kennen das mehr von den Austern her und nicht von Fernsehsendungen. Und die Fernsehsendung selber hatte etwas ganz Besonderes. Sie hatte schwarze Kühe, die aussahen wie Stiere. Und diese Kühe haben Menschen angegriffen. Und das war so, wie wenn man in Pamplona beim großen Fest ist und die Tiere durch die Straßen gejagt werden. Und ich saß da und sollte das jetzt kommentieren, nach Möglichkeit so, dass die Tierschutzvereine sich nicht melden. Auf Französisch. Ich sag dir jetzt, was ich gemacht habe. Ich konnte nicht richtig Französisch, aber ich hatte einen Techniker, der war Franzose. Und dem habe ich gesagt, pass auf, ich zahle dir die Hälfte meiner Gage, du fährst mit mir mit und schreibst mir immer alles auf, was die sagen und ich übersetze das. Und das hat geklappt. Super, es ist nicht aufgefallen. Und, hinterher kam Camillo zu mir und sagte, du hast das nicht schlecht gemacht. Und dann sagte die Redakteurin vom WDR, ja, ich habe ja immer gesagt, wir brauchen einen französisch sprechenden Moderator. Naja, und seither kann ich Französisch. Sehr gut. Aber ich meine, da siehst du, was Männer sich immer zutrauen, oder? Also ich weiß ja, nicht, ob ich habe auch gerade überlegt, ob eine Frau, also es ist, glaube ich, schon ein bisschen männlich, oder, Frau Süssmuth? Dass ein Mann sagt, glaube ich, erst ja und überlegt dann, wie er es schafft. Und ich glaube, eine Frau, die überlegt erst, ah, kann ich mir das wirklich zutrauen? Sage ich jetzt ja? Ich glaube, heute sagen sie öfter ja als früher. Eben, deswegen, heute sind die Frauen in diesem Punkt anders, mit einem stärkeren Selbstbewusstsein. Aber nicht immer zu zögern, sondern auch mal ja zu sagen, wenn ich es so nicht ganz genau weiß, das hat auch Vorteile. Na klar, aber sozusagen der Sprache sich anzumaßen, die man nicht kann, das ist für mich der Stoff eines Albtraums. Ja, aber vor allem, wenn man entlarvt wird. Ja? Fantastisch gelöst. Super Geschichte, wirklich. Aber es ist nie aufgefallen. So, ne? Fantastisch. Ja, das ist ja der Punkt. Also wenn man Hochstapler ist, muss man so guter Hochstapler sein, dass es niemand bemerkt. Altes Rezept, ja. Ich glaube, Frank, man hat es ja auch einfach zugetraut. Weil ich meine, du galtest ja als der Albert Einstein der deutschen Fernsehlandschaft, weil du die Shows nicht nur moderiert hast, wie andere das ja auch getan haben, aber eben sehr erfolgreich, sondern du hast sie ja auch mitentwickelt. Die Parkinson-Erkrankung, die jetzt in den letzten Jahren bei dir ausgebrochen ist, würdest du sagen, dass das auch eine von den großen Herausforderungen war, auch deiner Fernsehkarriere? Denn du gehst ja offen damit um, dass du am Anfang versucht hast, die Erkrankung zu verstecken, ne? Das Zittern der Hände nicht sichtbar zu machen, zu überspielen. Also ich habe das überhaupt nicht versucht, die Krankheit zu verstecken. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich die habe. Ja. Ich habe festgestellt, wenn ich ein Glas genommen habe in meiner Sendung und den Leuten zugeprostet habe und das Glas gegen den Mund führte, dass ich dann anfing zu zittern. Und dann habe ich das Glas immer mit zwei Händen gehalten. Und dann sah das so blöd aus, dass ich dachte, jetzt gehst du mal zum Arzt, warum zitterst du so? Und meine Hausärztin und auch andere Ärzte haben mir jahrelang erzählt, das ist deine Nervosität, du bist so nervös, du wolltest ja nie in der Öffentlichkeit stehen. Dann haben die mir alles das erzählt, was im Spiegel stand. Und ja, wie soll ich das sagen? Ich habe einfach geglaubt, ich habe keinen Parkinson. Und dann kam ich zu einer Universitätsklinik, die haben mich auf den Kopf gestellt und habe einen wunderbaren Arzt kennengelernt, Professor Volkmann. Der jetzt und der, neben dir sitzt. Der hier neben mir sitzt. Und der mich richtig eingestellt hat und mir klipp und klar gesagt hat, Sie haben Parkinson. Und jetzt kann ich Ihnen beibringen, was das für Sie bedeutet. Und er hat mich medizinmäßig eingestellt auf ein paar Pillen, die ich nehme und auf eine Lebenshaltung, die ich unterstütze.
Und seither weiß ich, man kann als Parkinson-Kranker zwar nicht geheilt werden, man kann auch die Krankheit nicht auf einmal vergessen, aber man kann helfen, dass sie nicht ganz so schnell, schrecklich sich weiterentwickelt. Dazu gehört viel Sport, habe ich immer gemacht. Dazu gehört gesunde Ernährung, mache ich jetzt. Dazu gehört, dass man ein bisschen positiv denkt. Und ich stehe morgens eben nicht auf und sage, oh, ich armer Kerl, ich habe Parkinson. Ich stehe morgens auf und sage, was hat Herr Volkmann gesagt? Du hast doch nur ein Parkinsönchen. Damit komme ich besser zurecht. Professor Volkmann, was ist ein Parkinsönchen? Ja, das ist ein ganz kleiner Parkinson. Also ja, Frank hat sicher nicht das Vollbild, das natürlich viele Menschen befürchten. Und was man an anderen Personen in der Öffentlichkeit beobachten konnte, wie an Papst Johannes Paul II. Zum Beispiel, der seine Parkinson-Krankheit wirklich sehr öffentlich gelebt hat. Seine Symptome sind milde, sie sind aber natürlich trotzdem da und müssen behandelt werden, sodass er ein möglichst gutes Leben führen kann. Wir wollen ja heute auch ein bisschen aufklären mit dieser Sendung. Deswegen sind Sie beide ja auch hier, weil Sie aufklären möchten über Parkinson. Was sind die ersten Anzeichen? Ist es typischerweise das Zittern? Eigentlich gar nicht. Das klassische Anzeichen, mit dem der Arzt die Parkinson-Krankheit diagnostiziert, ist die Bewegungsverlangsamung. Also man bekommt immer kleinere Bewegungen. Die Handschrift wird vielleicht kleiner. Man macht langsamere Bewegungen, geht ein bisschen gebückt. Und das wird häufig als Altern einfach verkannt, weil das so schleichend kommt und viele merken das gar nicht. Wenn dann das Zittern dazukommt, dann ist die Sache eindeutig. Ja, und das ist ein Zittern, was überwiegend eben in Ruhe auftritt, wenn man sitzt und nicht klassischerweise, so wie Frank das hatte, wenn man hingreift, hinlangt. Das ist häufig eine andere Art von Zittern. Also die Bewegungsverlangsamung ist eigentlich das charakteristische Zeichen. Inwieweit ist denn der Schlaf aussagekräftig? Ja, man muss ein bisschen unterscheiden, sozusagen, was ist der Beginn der klassischen Symptome, mit denen der Arzt die Parkinson-Krankheit diagnostiziert, und was ist eigentlich der Beginn der Parkinson-Krankheit. Also die Neurodegeneration, das Absterben von Nervenzellen, das beginnt schon viele, viele Jahre, bevor diese ersten Anzeichen einer Parkinson-Krankheit überhaupt diagnostizierbar sind. Man denkt heute 10 bis 15 Jahre früher. Und die Darf ich kurz dazwischen fragen, ist das das Tückische? Das ist das Tückische. Dass man es erst so spät feststellen kann? Aber, genau. Also erlauben Sie da eine ganz kurze Frage, ohne dass das jetzt ausufern kann natürlich. Wir haben ja, Judith und ich kriegen ja immer auch vorab Meldungen von Zuschauern und Zuschauerinnen, die sich für unsere Gäste interessieren. Keine Frage habe ich so oft bekommen wie, kann man präventiv was machen gegen Parkinson? Ja, das haben wir gerade auch schon darüber gesprochen. Das wäre natürlich sehr schön. Und das würde das große Problem lösen, dass wir die Krankheit eigentlich heute nicht rechtzeitig diagnostizieren können. Sie fängt so unspezifisch an. Sie hat nach dem Schlaf gefragt. Also chronische Verstopfung, Riechstörungen, das sind so die ersten Anzeichen. Man geht heute davon aus, dass die Erkrankung sich möglicherweise aus dem Riechtrakt und aus dem Darm ausbreitet. Also die ersten Symptome sind ganz unspezifisch. Dann erreicht sie irgendwann den Hirnstamm, da wird der Schlaf reguliert. Und da gibt es ein sehr charakteristisches Zeichen, das ist die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung. Das heißt, wir sind normalerweise von der Evolution her sozusagen gelähmt in den Traumphasen, damit wir nicht irgendwie um uns schlagen, wild herumlaufen in den Träumen. Und diese Schlaflähmung funktioniert bei Patienten mit REM-Schlafverhaltensstörung nicht. Sie schlagen also um sich, sie agieren Träume aus, haben sehr angstbehaftete, lebhafte Träume. Und das ist ein erstes Anzeichen einer Parkinson-Krankheit. Innerhalb von 10 Jahren entwickeln fast 80-90% derjenigen Menschen, die so etwas haben, eine Parkinson-Krankheit oder verwandte Erkrankungen. Frank, hattest du das auch, diese Schlafproblematik? Ja, ich hatte nie eine Riechstörung. Ich hatte viele Dinge nie, die man bei Parkinson haben kann. Aber ich hatte sehr unruhige Beine. Dieses Restless Legs ist ein schreckliches Gefühl. Du kannst nicht schlafen und wackelst mit den Beinen rum. Und ich habe hin und wieder geboxt. Und ich habe so im Laufe von 2 Jahren 3, 4 Nachttischlampen kaputt gehauen.
Und da dachte ich, Mensch, das musst du jetzt wirklich mal untersuchen, das ist ja nicht normal. Und was hat denn Britta dazu gesagt? Das kann ich dir genau sagen. Wir haben 2 Schlafzimmer. Seitdem, oder? Seitdem, ja. Wir haben ein großes Schlafzimmer, das wir natürlich sehr gerne gemeinsam benutzen. Aber wenn ich das Gefühl habe, heute Nacht bin ich zu unruhig, dann ziehe ich mich lieber zurück, denn ich habe keine Lust, dass mir mal vorgeworfen wird, wovon er gesprochen hat. Es gibt Parkinson-Kranke, die beginnen, den Partner zu würgen. Und ich habe ja keine Lust, jetzt hier noch zum Verbrecher zu werden, nur weil ich dieses blöde Parkinson habe. Ich habe den Eindruck, dass ihr da ganz, wie soll ich sagen, humorvoll mit umgeht, ihr beiden, Britta und du. Sie hat dir einen Boxsack geschenkt, ja, damit du dich da ausleben kannst. Ja, ja, klar. Und damit ich ein bisschen trainieren kann. Bewegung ist fast für jede Krankheit eine wichtige Rezeptur. Und sich zu bewegen jeden Tag und nach Möglichkeit wenigstens eine halbe Stunde, bringt Erfolge. Und der Erfolg bei mir ist, dass ich jetzt seit 2016 Parkinson bestätigt habe, aber immer noch das Gefühl habe, ich ticke richtig. Mhm. Und da hoffe ich, dass ich noch ein bisschen ticke, wenn ich so einen wunderbaren Arzt in meiner Nähe habe. Du giltst als Perfektionist in der TV-Branche, weil du einfach immer perfekt warst. Wir haben gerade gehört, wie du dir das Französisch irgendwie dann noch drauf geschafft hast oder dir da Hilfe gesucht hast. Was hat dich diese Krankheit gelehrt, dich, den Perfektionisten? Also, ich bin mir nicht sicher, ob das die Krankheit ist, die mir das beigebracht hat. Aber ich habe sehr früh in meinem Leben Momente erlebt, wo ich mich geschämt habe für Menschen, die in Selbstmitleid ergehen. Mhm. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man sich dem Selbstmitleid hingibt und sagt, mein Gott, ich armer Kerl, und warum gerade ich und wieso passiert es mir? Und das habe ich doch nicht verdient. Ich kämpfe dagegen an. Sobald solche Gedanken kommen, mache ich einen anderen Stundenplan, oder überleg mir, was kann ich mit der Familie unternehmen. Ich habe vor 10 Jahren eine neue Leidenschaft gepflegt. Ich mache Tierfilme, und zwar Filme über die bedrohten Tierarten auf dieser Welt. Und da gibt es leider genug. Und wenn du dann wochenlang mit Orang-Utans drehst oder mit Schimpansen, mit Elefanten, und mit Koalas, dann lenkt dich das so ab, dann hast du alles, bloß keine Krankheit mehr. Und du hast deine Zeit genutzt und hast ein Buch geschrieben, und zwar über die Erkrankung, über die wir gerade gesprochen haben, über Parkinson, zusammen mit Professor Dr. Jens Volkmann. Und was ich sehr schön finde, ist, in dem ganzen Buch stellst du die Fragen und Professor Volkmann antwortet. Mehr dazu in dem Buch für alle Interessierten. Vielen Dank, dass Sie beide hier bei uns zu Gast sind heute. Dankeschön. Meine Damen und Herren, bitte vergessen Sie alles, was Sie bislang wussten über die Entstehungsgeschichte von uns Menschen und über unsere Vorgeschichte, über unsere Ahnen. Ich habe gemerkt, alles, was ich wusste, ist längst von der Wissenschaft überholt. Und schuld dran ist unter anderem dieser Professor Johannes Krause, den ich ganz herzlich begrüße und der uns alle heute zum Staunen bringt. Ich habe lange geübt, auch mit der Hilfe von Judith, die fast alles fehlerfrei aussprechen kann. Sie sind Archäogenetiker. Genau. Erklären Sie doch mal, was das ist. Ja, also wir machen im Prinzip Verwandtschaftsanalysen von Individuen aus der Vergangenheit. Das heißt, ich bin Genetiker, ich untersuche DNA, so wie man die Verwandtschaftsanalysen von heutigen Menschen durchführen kann. Haben wir in den letzten Jahren Methoden entwickelt, um quasi Zeitreisen durchzuführen, indem wir Knochen aus der Vergangenheit genetisch analysieren, aus den alten Knochen das Erbmaterial herauslösen, untersuchen können,
rekonstruieren können und so die Verwandtschaften von zum Beispiel Urmenschen mit heutigen Menschen untersuchen können. Was sind die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten? Aber auch zum Beispiel Verwandtschaftsanalysen durchzuführen von Kulturen aus der Vergangenheit, um etwas zu lernen. Wie haben sie sich im Laufe der Zeit verändert? Was sind unsere Vorfahren? Von wo kamen zum Beispiel neue Techniken, neue Kulturfähigkeiten, wie zum Beispiel der Ackerbau, eingewandert nach Europa, um quasi die Vergangenheit, die ja häufig Vorgeschichte ist, etwas tiefer zu durchleuchten. Also wenn Sie sagen Verwandtschaften, dann fällt mir ein, dass Sie mal gesagt haben, ich weiß nicht, wie ernst Sie es gemeint haben, dass wir alle, auch die, die hier heute Abend sitzen, eigentlich von Karl dem Großen abstammen. Diese These kannte ich so in Andeutung bislang nur von Armin Laschet, der Karl der Große sehr, sehr bewundert und sagte, ja. Irgendeinen Verwandtschaftsgrad, vor allem kommt aus seiner Familie, diese Mutmaßung, haben wir bestimmt. Erklären Sie mal, wie das geht. Der war nun lange im Amt und hatte wie die meisten Potentate jener Zeit, also wir reden von, es ist 1200 Jahre her, sehr viele Kinder. Genau. Und wie geht es dann weiter? Genau, also wir können ja auch von uns aus anfangen. Wir haben 2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern. Und viele haben so das Gefühl, dann geht diese Linie zurück auf diese eine Person, die vor 500 Jahren gelebt hat. Weil viele haben zu Hause einen Stammbaum, vielleicht noch aus den 30er Jahren, etwas problematisch, aber auch von vielleicht bis davor. Bis zum 16. Jahrhundert klappt es ganz gut in Deutschland. Zum Beispiel. Ja. Und es ist aber nicht so, dass wir auf eine Person zurückgehen, sondern es verdoppelt sich ja pro Generation. Und das heißt, vielen ist das gar nicht bewusst, aber über 900 Jahre, das sind 30 Generationen, was denken Sie, wie viele Vorfahren haben wir da, mathematisch gesehen? Das sind 1 Million Vorfahren. Ja? Das heißt, wir kommen dann auch ganz schnell in die Richtung 1 Milliarde. Das heißt, bei 1000 Jahren hätten wir sogar mathematisch gesehen 1 Milliarde Vorfahren. Und es ist tatsächlich so, dass wir über 300 Jahre, wenn wir einen Vorfahren haben, wo ich weiß, der stammt aus dem 16. Jahrhundert, das ist mein Vorfahr, ich weiß das aus dem Stammbaum, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich von dem überhaupt nichts geerbt habe, als dass ich was geerbt habe. Weil es nur ein Tausendstel wäre, was er weitergegeben hätte, mathematisch gesehen, was ich wahrscheinlich gar nicht bekommen habe. Und das bedeutet im Prinzip auch, dass alle Europäer heute mit allen Europäern über die letzten 1000 Jahre verwandt sind. Wenn wir alle Vorfahren hätten, wenn ich einen Stammbaum von allen Menschen machen könnte, würde ich sehen, dass jeder hier am Tisch, ich kann das soweit sehen, dass wir wahrscheinlich einen zumindest europäischen Vorfahren irgendwo haben, dass wir alle quasi eine große Familie wären. Und deswegen sind wir auch alle mit Karl dem Großen verwandt, weil er hatte so viele Kinder, die auch wieder Kinder hatten, dass man irgendwo diese Ahnenreihe dann anknüpfen könnte, die wir selber haben, einfach nur durch die schiere Zahl. Über 4000, 5000 Jahre ist jeder Mensch auf der Welt mit jedem Menschen auf der Welt verwandt. Das bedeutet, ja, wie Sie gerade sagen, jeder ist irgendwie mit jedem. Aber sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas von Karl dem Großen auch tatsächlich heute noch verkörpert, ist in etwa so hoch wie die homöopathischen Dosierung mancher Medikamente. Genau, das kann man so sagen, ja. Ja. Also fast nicht vorhanden. Genau. So, ich glaube, die meisten von uns wissen, dass es mal die Neandertaler gab, dass die nicht besonders erfolgreich waren, weil sie sind ausgestorben. Dass es dann den sogenannten modernen Menschen gab, der sehr erfolgreich war in der Evolution, den wir irgendwie darstellen. Was wir nicht wussten, ist, dass es offenbar eine dritte Gattung Mensch gibt. Vielleicht sagen Sie in der Wissenschaft eher Form von Mensch. Und den haben Sie entdeckt. Und das müssen Sie uns erklären. Und vor allen Dingen, wenn es geht, zeigen. Ja, genau. Also Sie haben da so dekorativ so einen Schädel liegen, aber da kommen wir, glaube ich, später zu. Genau. Also tatsächlich geht es hier um diesen kleinen Knochen. Also ein winzig kleiner Knochen, den ich irgendwann mal... Haben wir das in der Kamera? ...auf meinem Schreibtisch gefunden habe. Und zwar war der in einem Briefumschlag aus Russland. Und den hat ein Archäologe, den ich kannte, den ich auch besucht hatte, der zusammen mit meinem damaligen Doktorvater eng zusammengearbeitet hat, uns für die genetische Analyse geschickt. Das heißt, wir wollten eine Verwandtschaftsanalyse durchführen von im Prinzip der DNA dieses Knochens mit heutigen Menschen. Und das war meine Aufgabe als Doktorand. Und was ich dabei rausgefunden habe, war eine große Überraschung, weil die DNA aus diesem Knochen, die stimmte nicht so überein mit der DNA von heutigen Menschen im Homo sapiens, sah aber interessanterweise auch nicht aus wie die andere Menschenform, die wir da als genetisch kannten, nämlich der Neandertaler, sondern es war etwas Neues. Eine DNA, die sich vor ungefähr 1 Million Jahren von unserer DNA abgespalten hatte und war im Prinzip eine neue Linie, eine neue menschliche Linie, eine neue Menschenform. Nur Zwischenfrage. Also Sie kriegen dieses winzige Teilchen, Fingerkuppe. Und was machen Sie, um die DNA-Sequenzierung zu finden? Zertrümmern Sie den? Also tatsächlich, wenn man genau hingucken würde, würde man sehen, dass da ein ganz kleines Loch drin ist. Und zwar habe ich damals mit einem Zahnarztbohrer eine Probe entnommen, also wirklich klein ungefähr 10 Milligramm, das ist so ein Brotkrumen, herausgelöst. Dann wird der Brotkrumen im Prinzip, also der Knochen, wird dann aufgelöst, Knochenpuder im Prinzip, die DNA wird freigesetzt.
Und die DNA befindet sich dann im Prinzip auch in so einem Gefäß und wird dann vorbereitet für die Entschlüsselung. Dafür gibt es so riesige Maschinen, die sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Waschmaschine und iPad. Und mit diesen Maschinen kann man die DNA entschlüsseln. Und das ist im Prinzip auch das Geheimnis unseres Erfolges in den letzten Jahren in der Genetik, dass sich diese Maschinen extrem weiterentwickelt haben. Das heißt, vor 15 Jahren, als ich selber angefangen habe mit meiner Promotion, da war die beste Maschine in der Lage, pro Tag 100 DNA-Sequenzen zu entschlüsseln. Heute haben wir eine Maschine, die kann pro Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen entschlüsseln. Das müssen wir, also unglaublich, aber Sie müssen uns jetzt erzählen, wer Ihnen das zugeschickt hat, aus welchem Land diese Probe kam, diese Fingerkuppe, und was Sie herausgefunden haben. Was war das für ein Mensch, den Sie da zum ersten Mal identifizieren konnten? Also wie gesagt, der Knochen selbst kam aus Russland, und zwar aus der sogenannten Denisova-Höhle, die sich im Altai-Gebirge befindet. Das ist quasi im südlichen Sibirien, in der Nähe von Novosibirsk. Und was wir herausgefunden haben, okay, es war eine neue Menschenform. Wir konnten auch sagen, es ist eine Frau, es ist weiblich, es hat zwei X-Chromosomen, nicht XY. Und wir konnten anhand der Größe auch sagen, dass es sich wahrscheinlich um ein Mädchen handelt, was ungefähr 12 bis 13 Jahre alt war, als es so genau den Finger verloren hat. Es muss nicht gestorben sein, vielleicht hat es auch nur den Finger in der Höhle verloren. Okay. Kann man sich auch so prinzipiell vorstellen. Oder vielleicht wurde auch abgebissen von einem Raubtier. Oh. Und wir konnten das gesamte Genom entschlüsseln. Aus diesem kleinen Knochen konnten wir wirklich den gesamten Bauplan dieses Mädchens, was vor wahrscheinlich 130.000 Jahren in der Höhle den Finger verloren hat, rekonstruieren. Und konnten mittlerweile genau sagen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis steht es zu uns. Wir konnten sehr viel lernen über diese neue Menschenform, von der wir jetzt ein Genom haben, aber wir nicht wissen, wie sie aussah. Haben Sie auch eine Vorstellung davon, wie dieser Mensch aussah? Also was wir sagen können, ist, wenn wir sie zumindest mit heutigen Menschen vergleichen und die Gene, die wir in heutigen Menschen finden, ist, sie hatte wahrscheinlich braune Augen, sie hatte wahrscheinlich dunkle Haut, sie hatte wahrscheinlich dunkle Haare. Viel mehr können wir über den Phänotyp nicht sagen, weil tatsächlich so Knochenmorphologie zum Beispiel können wir noch nicht aus Genen herauslesen. Also wenn ich jetzt den Bauplan von einer von Ihnen hätte, könnte ich nicht das Gesicht rekonstruieren. Ich könnte aber vielleicht etwas sagen über die Augenfarbe, über die Haarfarbe, über vielleicht auch, ob man eher Locken hat oder ob man ja glattes Haar hat, ob man dunkles Haar hat. Wir sehen Fotos ab und zu von Menschen, die so an Urmenschen erinnern sollen. Halten Sie das für plausibel, dass man so mal aussah? Ja, also das ist tatsächlich eine potenzielle Rekonstruktion dieser Denisovanerin, wie wir sie jetzt nennen, nach der Höhle. Ähnlich wie beim Neandertaler, der im Neandertal gefunden wurde, wurde quasi diese Person in der Denisova-Höhle gefunden. Und wir haben sie dann Denisovaner genannt. Wir haben ja mit Absicht... Wir hätten auch einen leichteren Namen finden können. Ja, man hätte ja aber auch einen lateinischen Namen geben können. Homo altaiensis zum Beispiel, oder nach dem Fundort benannt, Denisovanensis, wäre vielleicht noch komplizierter gewesen. Aber wir haben uns mit Absicht dagegen entschieden, sie nach eine neue Spezies im Prinzip aus ihr zu machen, weil das dann immer auch bedeutet, man gibt ein Statement ab, ob sie sich zum Beispiel vermischt hat, ob sie genetisch kompatibel war mit anderen Urmenschen, konnte sie sich mit uns fortpflanzen oder nicht, weil so ein lateinischer Name bedeutet im Prinzip immer, es ist eine Art hat ein Konzept und sie besteht aus diesen zwei Buchstaben, Homo sapiens. Und wenn man jetzt sagt Homo sapiens, dann ist es eine eigene Art. Wenn man sagt Homo sapiens sapiens, ist der Mensch eine Unterart von Homo sapiens. Und das haben wir versucht zu vermeiden, weil wir das einfach über Menschen, die vor 130.000 Jahren gelebt haben, eigentlich nicht sagen können. Ja, verstehe. Ja, natürlich. Wie ist das denn, wenn man, also Sie geben das quasi in diese Maschine und dann sitzt man davor und dann klingt und dann kommt das Ergebnis und dann sitzen da wie viele Leute vor? Wie viele haben dann da gleichzeitig gesehen, dass das Ergebnis rauskam? Also gar nicht so viele. Ich habe das mit einer Doktorandin damals zusammen gemacht, Xiaomei Fu aus Peking. Und es war tatsächlich so, dass man diese Daten auf den Computer bekommt. Also unsere Analyse, unser eigentlich täglich Brot ist Bioinformatik. Wir sitzen vor Computern und bekommen Daten, die sehen ganz langweilig aus. Das ist DNA, A, C, T, G, A, C, C, T, 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 G, C, A, C, C. Und dann guckt man das alles an und dann ist man wann wird man sich dann klar, dass man da eine neue... Also in dem Fall hat es vielleicht 3 Stunden gedauert. Wir haben verschiedene Analysen durchlaufen lassen und es war auch wirklich so ein Aha-Moment, dann in dem Moment zu sehen, das ist was Neues. Unglaublich, total spannend. Ich habe erstmal die gesamte Abteilung zusammengerufen. War das tagsüber oder nachts? Es war am Freitagnachmittag. Und es war so ungefähr 13.50 Uhr, würde ich sagen. Und um 16 Uhr war die gesamte Abteilung versammelt und hat sich die Daten mit uns angeschaut. Und alle haben es bestätigt. Alle haben es bestätigt. Niemand konnte. Wir haben es, so wie das häufig in der Wissenschaft ist, man hat eine Hypothese und versucht, jemanden zu finden, der sagt, das stimmt nicht. Ja, Sarah, du musst dir vorstellen, der Professor kommt aus einem Ort in Thüringen, Leinefelde. Und aus diesem Ort stammt noch ein zweiter Wissenschaftler, der ein bisschen vor ihm gelebt hat. Und der hat den Neandertaler entdeckt. Und ein bisschen später entdeckt ausgerechnet ein anderer Mann aus demselben Dorf eine neue Menschengattung. Unglaublich. Mhm. Ja. Was essen und trinken Sie da?
Frau Süßmuth wird es gut kennen, das ist das Eichsfeld, also ganz in der Nähe von Göttingen, aus der Region, wo ich komme. Also ist der Neandertalentdecker stammt nicht aus dem Neandertal, sondern ist dort geboren, in Leinefelde, wo die Leine entspringt. Wir essen sehr viel Wurstwaren, das kennt vielleicht auch Frau Süßmuth, zumindest gibt es auf dem Göttingen, auf dem Markt immer sehr viele Stände, wo Wurst verkauft wird. Nee, aber es ist natürlich so, unsere Schule war nach ihm benannt, nach Johann Karl Fulrott, so heißt er, und die Hauptstraße. Und deswegen hat es mich, glaube ich, von früh an geprägt, das Thema Anthropologie, Archäologie. Ich habe dann am Ende Biochemie studiert, aber ich sag mal, das Thema war immer präsent. Und dann hatte ich irgendwann das große Glück, in Leipzig meinen Doktorvater zu finden, Svante Pebo, der so als Godfather, als Pate des gesamten Forschungsfelds gilt. Und der hat das dann kombiniert, Genetik, was ich ja quasi studiert habe, mit der Anthropologie. Und das war natürlich dann was, wo mein Feuer wurde entfacht. Und das hat sich, glaube ich, auch bis heute dann durchgesetzt. Herr Professor, uns rast die Zeit davon, aber diesen Schädel können wir nicht unkommentiert lassen. Also diese Fingerkuppe da von diesem Mädchen, diesem Arm zwischen 12 und 13, die ist echt, ja? Die Fingerkuppe ist kein Nachbau? Das ist der Nachbau tatsächlich. Ist der Nachbau. Okay. Und der Schädel, ist der echt oder ist das ein Nachbau? Auch ein Nachbau, leider. Das Original, das liegt im Museum in Prag. Das ist eine unserer neuesten Entdeckungen. Und zwar ist es eine Frau, die vor ungefähr 47.000 Jahren gelebt hat. Hier in Europa, in Böhmen. Und wir haben ihre DNA entschlüsselt und haben dann herausgefunden, dass es sich um einen modernen Menschen handelt. Das konnte man zwar auch in der Morphologie sehen, aber es war auch nicht ganz klar, wie alt er war. Er wurde eigentlich auf 10.000 Jahre geschätzt. Und anhand der DNA konnten wir dann aber sehen, dass diese Frau in ihrem Genom ganz lange Fragmente noch hatte vom Neandertaler. Wir konnten in den letzten Jahren zum Beispiel zeigen, dass sich Neandertaler und unsere Vorfahren miteinander genetisch vermischt haben. Die haben Kinder zusammengezeugt. Dann müssten wir nach Ihrer Karl der Großen-Theorie alle ein bisschen auch was vom Neandertaler haben. Genau, jeder von uns trägt so circa 2% Neandertaler-DNA in sich. Ja. Bei dem einen etwas mehr, bei dem anderen etwas weniger, auch unterschiedliche Fragmente. Das wollte ich auch gerade fragen. Kann man das sehen, Herr Professor? Genau, man kann das sehen. Das sind auch zum Teil ganz spannende Fragmente. Ich trage zum Beispiel auf meinem Chromosom 3 ein Fragment vom Neandertaler. Was bei mir bedeutet, dass ich ein 3- bis 5-fach erhöhtes Risiko habe, an Covid zu sterben. Wirklich? Das hat mein Doktorvater im letzten Jahr publiziert, zusammen mit Kollegen vom Karolinska-Institut. Die haben das Neandertaler-Genom quasi ja vorliegen und haben herausgefunden, dass es ein Fragment gibt, das haben andere Wissenschaftler aus Finnland gezeigt, was das erhöhte Risiko, an Covid zu sterben, bedeutet. Und haben gezeigt, das stammt vom Neandertaler. Das haben Neandertaler an uns vor 40.000 Jahren weitergegeben. Und das segregiert. Einige von Ihnen haben das, ungefähr 5% der Mitteleuropäer, einige haben es nicht. Mein Vater hat es, ich habe es. Deswegen war ich auch wirklich sehr erleichtert im März, als mein Vater geimpft wurde und als ich dann später geimpft wurde. Das war für mich wirklich ein beklemmendes Gefühl zu wissen, dass wenn ich die Krankheit bekomme, dass ich eine wesentlich höhere Chance habe, daran schwer zu erkranken und sogar zu sterben. Um es auf eine trivialere Ebene zu heben, Rückenbehaarung, geht das auf Neandertaler zurück oder ist das ein Mythos? Also es gibt tatsächlich eine Studie von einer Firma, die gezeigt hat, dass sowohl die durchgehende Augenbraue als auch verstärkte Rückenbehaarung tatsächlich wohl vom Neandertaler stammen sollen. Ich bedanke mich für diese ruhige Arbeit. Nur weil wir auch schon Mutmaßungen angestellt haben, was mit dem Finger passiert sein könnte, weiß man, woran die... Ich glaube, diese Frau, nach der der Schädel gehört, heißt die alte Tschechin in Fachkreisen. Sehr wissenschaftlicher Ausdruck. Woran ist die denn gestorben? Also man konnte an den Knochen sehen, das sieht man jetzt hier nicht am Schädel, aber dass es Verletzungen gab, die wahrscheinlich von einer Hyäne stammen. Also sie hat auf jeden Fall Kauspuren von einer Hyäne und auch quasi von den Zähnen der Hyäne. Und sie wurde wahrscheinlich verschleppt. In der Höhle hat man nur ihren Schädel gefunden, der Rest des Skelettes oder des Körpers war nicht mehr da. Und ja, das war wahrscheinlich ein grausames Schicksal, was aber wahrscheinlich in der Eiszeit, als sie gelebt hat, wahrscheinlich normal war. Und was man zu ihr natürlich noch dazu sagen muss, sie ist im Moment das Genom, was wir aus ihr entschlüsselt haben, das älteste Genom eines modernen Menschen, was wir aus ihr heraus quasi entschlüsseln konnten. Und hat uns interessanterweise gezeigt, dass es moderne Menschen schon vor 47.000 Jahren in Europa gab. Bisher galt es eigentlich so als 42.000 Jahre. Das heißt, moderne Menschen haben 5.000 Jahre früher schon in Europa gewohnt. Das heißt, die sind irgendwann aus Afrika ausgewandert, sind nach Europa eingewandert, sind hier auf Neandertaler gestoßen. Deswegen trägt sie diese Neandertaler-Fragmente in ihrem Genom. Sieht fast liebevoll aus, wenn sie so halten, als ob sie sich richtig kennen. Das ist wohl so. Wir haben eine sehr intime Beziehung. Ich kenne sie besser als jeder andere, glaube ich. All das kann man nachlesen in einem wirklich spannenden Buch, das Sie mit Thomas Trappe zusammen geschrieben haben. Sie haben diesem Buch den Titel gegeben, Hybris, und das bezieht sich auf den Mensch, der es geschafft hat, der bis heute auf der Welt ist, nämlich den Homo sapiens. Warum Hybris?
Ja, es ist im Prinzip so der Hochmut, die Vermessenheit, die wir gezeigt haben. Wir sind uns zum Beispiel allein schon in den letzten 50 Jahren bewusst, dass wir nicht nachhaltig leben, dass wir das Klima kaputt machen, dass wir zu viele sind. Wir sind die intelligenteste Spezies, die jemals auf dem Planeten gelebt hat. Wir zeigen im Buch sehr schön, wie erfolgreich sich die Menschheit über den gesamten Planeten ausgebreitet hat. Wir gehen so ein bisschen nach, was macht den Menschen überhaupt zum Menschen? Was macht uns zu dieser erfolgreichen Spezies? So dieses, ich habe von Herrn Elzner drüber geredet, wir haben so dieses Entdeckergehen, denke ich manchmal. Diese Neugier, die uns immer wieder über den Horizont herausgebracht hat. Das ist das Positive. Das Negative? Uns, ne? Und das Negative ist im Prinzip, dass wir gleichzeitig nicht nachhaltig sein können. Dass wir im Prinzip, wo wir hinkommen, expansionsartig uns ausbreiten, was so lange funktioniert, wie wir uns ausbreiten können, aber an Grenzen stoßen und diese Grenzen irgendwo nicht akzeptieren können und jetzt aber in einem Punkt angelangt sind in unserer Menschheitsgeschichte, wo wir uns eigentlich dessen besinnen müssten, dass wir so nicht weitermachen können. Aber wir tun es nicht, weil es wie in unsere DNA reingeschrieben ist, dass es nicht weitergeht. Und das ist im Prinzip diese Vermessenheit, dieser Hochmut. Wir haben die Intelligenz, wir wissen all diese Dinge und wir tun sehr wenig dagegen. Und darf Krause, ich eine Frage stellen? Gab es damals schon Parkinson? Das kann man leider nicht nachweisen. Also Parkinson hat natürlich auch eine genetische Komponente. Es gibt viele verschiedene Formen von Parkinson. Es gibt auch vererbbare Formen von Parkinson. Wir haben aber bisher noch in keinem der alten Skelette diese Mutationen gefunden, die Parkinson verursachen. Es gibt auch häufig so neue Mutationen, die neu entstehen. Da hätte man quasi sehr viel Glück, wenn man sowas in einem alten Skelett oder alten Genom finden würde. Es hat es auf jeden Fall gegeben, weil der Bauplan der Menschen vor 40.000 Jahren, als diese Frau gelebt hat, nicht so viel anders ist wie unser Bauplan. Und selbst die heutigen Menschen, die auf der Welt leben, haben sich ja vor 200.000 Jahren begonnen, voneinander zu trennen. Das heißt, die Menschen, die im heutigen südlichen Afrika wohnen, die San zum Beispiel, Khoisan, die haben sich sehr früh von den restlichen Menschen getrennt. Das heißt, die haben aber alle den Bauplan, den die anderen Menschen auch haben. Also Parkinson gibt es sicherlich schon seit Hunderttausenden von Jahren, vielleicht sogar seit Millionen von Jahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Johannes Krause. Okay. Dem ersten Professor, den ich bei 3 nach 9 kennenlernen durfte, der aussieht und redet wie ein Rocksänger. Vielen Dank. So, unseren nächsten Gast, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie vielleicht, wenn Sie zu den 6 Millionen Menschen gehören, die den folgenden Auftritt gesehen haben. Und den anderen helfen wir jetzt auf die Sprünge. Bitte schön. Interessant. Ja, mein Name ist Karl und ich sehe es euch an. Ihr fragt euch jetzt alle dasselbe und ich weiß, ich muss es ansprechen. Und ja, ich bin Single. Die wir gerade gesehen haben bei Nightwash, ist jetzt 2 Jahre her. Genau. Wie sehr hat er dein Leben verändert? Also das kann man, glaube ich, gar nicht in irgendwie einen kurzen Satz oder so unterbringen. Also es ist schon extrem krass, was sich seitdem getan hat. Also es war nicht mein erster Auftritt, so viel kann ich sagen. Ich hatte davor 2 andere Auftritte, was immer noch als Maß extrem krass ist, weil zum Vergleich beispielsweise mal andere Comedians, die jetzt bei Nightwash auftreten, hatten vorher mindestens 100 andere Auftritte. Also Nightwash ist was, wo andere sich, die bauen ihre Karriere darauf hinaus, dass sie da irgendwann mal auftreten wollen. Und es war mein 3. Auftritt, was extrem krass war und was ich immer noch nicht so begreifen kann. Ich hatte vorher halt 2, 3 Auftritte und seit diesem Nightwash-Auftritt, der bekannteste war, wie schon gesagt, mit 6 Millionen Aufrufen im Internet. Also abgesehen von den ganzen Fernsehauftritten und dem wirklichen Hype, der da kam, man sieht, 2 Jahre später bin ich immer noch gefragt und es gibt immer noch Sachen, über die ich sprechen will, Witze, die ich den Leuten sozusagen vortragen will. Also es ist echt krass, was alles so passiert ist. Ich muss es ansprechen. Bist du immer noch Single?
Ja, also ich bin auch auf dem Markt. Wie ist das denn? Ich meine, auch das hat sich ja wahrscheinlich verändert. Du wirst wahrscheinlich angesprochen auf der Straße. Ja. Gerade junge Menschen, deine Generation, klicken diese Videos und sind große Fans von dir. Wie war das für dich, damit plötzlich umzugehen mit dieser Aufmerksamkeit? Liebesbriefe, alles drum und dran? nicht ganz. Nein, aber auf jeden Fall ist natürlich diese Aufmerksamkeit da gewesen. Es war erstmal für mich krass natürlich. Ich glaube, als so Teenager, ich war damals 14, als das Video so bekannt wurde, mich selber bei den Trends auf YouTube oder allgemein im Internet zu sehen, auf jeder Startseite, es war schon krass und es war überwältigend für mich. Auf der anderen Seite war es cool, weil ich mich dadurch durch diese dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit dann stand und gar nicht so die Zeit hatte, darüber nachzudenken, hatte ich sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen, was ich vorher nicht so hatte. Was für mich im Nachhinein jetzt was ganz Besonderes in meinem Leben war, weil ich durch diese Auftritte einfach so ein Selbstbewusstsein bekommen habe, was mich mittlerweile einfach im Alltag begleitet, was ich dadurch gewonnen habe, was ich vorher nicht so hatte. Und anders ist es natürlich auch, dass ich auf der Straße angesprochen werde. Es freut mich immer wieder, dass Leute Fotos von mir wollen. Aber es ist sehr lustig. Du hast gerade gesagt, gerade meine Altersgruppe. Es ist echt sehr lustig, dass meine Altersgruppe, besser gesagt, die, die ich erreichen will, also so von 14 oder Teenager bis zu 30 Jahren, die ich erreichen möchte, wo ich so denke, ja Mann, die sind cool und die will ich so als meinen Social Media Followern haben, die folgen mir gar nicht. Also ich finde es immer echt lustig, wenn ich mitbekomme, wie viele Muttis und wie viele, auch wirklich auf Facebook habe ich mehr Follower, weil dort halt einfach nicht so meine Altersgruppe ist und die folgen mir eher. Was trotzdem so cool ist, dass die immer noch diesen Spaß verstehen. Aber und, falsche Zielgruppe, was Liebesbriefe angeht, das sehe ich ein. Das stimmt. Die Motivs, also, ja, das will man nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Wann hast du denn gemerkt, ich habe nicht nur Humor, ich habe auch Unterhaltungstalent. Ich kann Menschen zum Lachen bringen. Also dass ich so ein bisschen mehr oder weniger entertainen wollte, hatte ich schon von Anfang an. Also ich glaube, im Kindergarten hatten wir oft so kleine Auftritte, wenn wir dann mal, wir durften in der Kirche oft singen, an Weihnachten hatten wir irgendwelche Theaterstücke oder so geübt, auch in der Schule. Und da hatte ich schon immer sehr viel Spaß daran, das mitzumachen. Ich fand es cool, von den Leuten halt so was zurückzubekommen, so einen Applaus, einfach zu sehen, dass es den Leuten gefällt. Und dass ich dann halt 10 Jahre später nochmal auf der Bühne stehe und im Internet überall bin und es wieder so ist, dass ich von den Leuten Applaus bekomme und solche Resonanz, das war eigentlich eher was Spontanes. Also lange Zeit ist es dann weg gewesen. Ich hatte eher so die Vorstellung von, sagen wir mal, so ein 9-to-5-Job. Also ich hatte dann nicht mehr so, okay, ich will auf die Bühne. Das hat sich dann erstmal gelegt, bis dann vor 2 Jahren es so spontan dazu kam, dass ich halt aufgetreten bin. Darf ich dich fragen, wie das für dich war? Warst du da aufgeregt? Zum ersten Mal, weil ich meine, ein YouTube-Video zu machen ist was anderes, als vor einer Zuschauermenge zu stehen, die ja jetzt irgendwie auch Comedy erwarten. Ne? Die wissen, da treten jetzt Leute auf, die hatten schon ein paar hundert Auftritte und jetzt muss ich aber mal abliefern. Sagen wir es so, also es ist was ganz anderes, als natürlich von zu Hause aus ein YouTube-Video aufzunehmen. Aber gerade das ist natürlich das Coole, dass man dann vor Ort direkt diese Rückmeldung vom Publikum bekommt. Und ich war natürlich aufgeregt. Zu meiner Verteidigung, es waren damals Gott sei Dank noch nur 50 Leute, vor denen ich aufgetreten bin. Ich glaube, es passten gerade mal 100 Leute in diesen Waschsalon rein. Es war dort wirklich extrem voll. Und ich war so, 100 Leute, für mich damals extrem krass. Ich hatte richtigen Puls, also ich hatte wirklich Lampenfieber hoch 10. War dann froh, dass ich mich so, ohne mich zu versprechen oder ohne einen kompletten Blackout zu haben, da alles so gemeistert habe auf der Bühne und war dann echt froh, als ich runterkam. Aber
Wenn ich so bedenke, dass ich jetzt mittlerweile vor 15.000 Leuten auftrete, manchmal ist das schon krass. Also. Du hättest jetzt die einmalige Chance, falls du noch unter Lampenfieber leidest, Giovanni und ich tun das immer noch, nach so vielen Jahren hier bei 3 nach 9 auch gemeinsam. Also wir hätten hier eine Showlegende sitzen, wir hätten hier eine Musikerin sitzen, die vor Millionen Publikum performt. Brauchst du noch Tipps oder hast du es mittlerweile raus? Also, dass man es raus hat, ich glaube, das ist, es gibt bestimmt Leute, die gar kein Lampenfieber haben, aber ich finde, ich möchte das Lampenfieber haben, weil es macht es aus. Also, es ist sowas, das braucht man, es ist wie so eine Art Kick. Aber ist das was Genetisches, Lampenfieber zu haben? Also, ich weiß nicht, ich kann nur sagen, ich habe es auch. Also, man hält ja dann doch häufig große Vorträge vor Tausenden oder manchmal auch nur Hunderten und manchmal auch nur Dutzenden von Menschen, aber vor jedem Vortrag habe ich Lampenfieber. Und selbst mein Doktorvater, der wirklich sehr berühmt ist im Feld, und wahrscheinlich tausende von Vorträgen gehalten hat. Auch er würde mir immer wieder sagen, hat Frau Süßmuth hat eben auch gesagt, ich auch. Ja, ist so. Ja. Karl, du setzt dich. Es wird sogar besser mit Lampenfieber. Wird besser mit Lampenfieber. Denke ich auch. Man muss das hat Karl ja auch gerade gesagt. Ne? Eigentlich will er das gar nicht verlieren. Es schafft ich auch eine gewisse auch. Art von Alertness. Ne? Ja, mit Druck oder so, dann ist man ist konzentrierter irgendwie. Mhm. Ja. Du setzt dich heute mit der Prominenz, die du dir auch erarbeitet hast, ein für Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung und hast da auch eine Reportagereihe, jetzt im ersten, eine eigene Reportagereihe. Deswegen lass uns auch über deine Erkrankung kurz sprechen. Was ist das für eine Erkrankung, die dich in den Rollstuhl gebracht hat? Wie heißt die? Was macht die? Genau, also die Krankheit heißt Muskeldystrophie vom Typ Duchenne. Es ist eine Genkrankheit, also ich habe sie vererbt von mütterlicher Seite aus. Und es ist eine Art Gen, der defekt ist, der für den, ich weiß jetzt nicht, ob genau für den Aufbau, ich glaube schon für den Aufbau der Muskeln auf jeden Fall zuständig ist. Und da dieses Gen defekt ist bei mir, ist es nicht möglich, Muskeln aufzubauen. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, ab wann, ob das irgendwann kommt, wie weit das, weil als Baby beispielsweise ich war eigentlich kerngesund. Also, du konntest ja auch laufen. Genau, ich konnte auch noch laufen. Also ich glaube, bis zu meinem 5. Lebensjahr war eigentlich alles soweit normal. Mit dem 6. Lebensjahr wurde es dann diagnostiziert vom Hausarzt. Warum es diagnostiziert wurde, weil ich vorher immer mal Kindertouren hatte oder allgemein im Sportunterricht in der Schule, ist den Lehrern dann schon aufgefallen, okay, ich bin beispielsweise ein bisschen unsicherer auf den Beinen, falle beispielsweise häufiger mal hin. Und auch das Aufstehen, es hatte gewisse Merkmale. Also ich habe mich oft abgestützt und Treppensteigen war auch schon extrem anstrengend. Und all das hat dann der Arzt hat dann halt gesagt, okay, wir untersuchen das mal. Und mein damaliger Hausarzt hat uns das dann erzählt, es ist Muskeldystrophie Duchenne. Und meine Eltern, ich habe das damals noch gar nicht so realisiert, die wussten natürlich auch noch nicht ganz genau, was das zu bedeuten hat. Haben sich dann natürlich erstmal erkunden lassen. Und wurde dann halt gesagt, dass die Muskeln immer weiter abbauen. Und ich glaube, jeder, der so ein bisschen was über den menschlichen Körper weiß, weiß, dass die Muskeln nicht nur der Bizeps sind, sondern halt auch alle Organe betreffen. Dementsprechend ist es auch eine Krankheit, die tödlich enden kann. Mhm. Du gehst unglaublich positiv mit dieser Erkrankung um. Also du machst sie zum Thema in deinem Bühnenprogramm. Du findest immer wieder humorvolle Situationen in deinem Leben. Hast auch kein riesiges Autorenteam wie andere Comedians, sondern schreibst dir wirklich Sachen auf, die dir passieren und machst daraus einen Gag. Wie gelingt dir das, da so mit umzugehen? Also es ist eine Sache, die für mich eigentlich klar ist, wie ich damit umgehe. Also es ist sowas, wenn mich Leute das immer fragen, frage ich mich wiederum, wie sollte man sonst umgehen? Mhm. Ich finde, wie schon vorhin angesprochen, Mitleid finde ich an sich ganz schlimm. Selbstmitleid ist auch was ich gar nicht mag. Ich hatte es vielleicht kurze Zeit. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal einen schweren gesundheitlichen Schlag oder irgendwelche Verluste erlitten hat, hat das schon mal mitbekommen oder erlebt, dass man natürlich vielleicht kurze Zeit irgendwie im Selbstmitleid ertrinkt. Aber ich glaube, man sollte sehr schnell wieder an die Oberfläche kommen und da so ein bisschen drüber blicken, weil
Ich habe eigentlich schon seit Anfang an nie irgendwie negativ gedacht und immer nur positiv oder besser gesagt das Beste daraus gemacht. Und ja, man sieht ja, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, anders könnte ich mir auch nicht vorstellen, da an die Sache ranzugehen. Programme sagst du auch, Mitleid ist nur okay, wenn er von sehr schönen Frauen kommt. Natürlich, ausnutzen kann man den auch. Das ist wieder der typische Humor von Karl. Darf ich dich fragen, welcher Muskel dir besonders fehlt? Also im Allgemeinen habe ich jetzt schon seit, ich muss nachdenken, ich merke mir das immer gar nicht genau, aber ich bin schon seit einiger Zeit im Rollstuhl. Ich glaube, seit 2016 oder 2017 sitze ich schon im Rollstuhl. Ich konnte lange Zeit noch gehen. Ich wüsste nicht genau, ob ich jetzt noch gehen könnte. Auf jeden Fall hatte ich mir in diesem Jahr dann den Oberschenkel gebrochen und musste dann vorübergehend in den Rollstuhl. Das ganze Bein wurde eingegipst und in dieser Zeit, ich glaube, es waren ungefähr 6 Wochen, wo ich nicht gehen durfte, haben sich die Muskeln natürlich extrem abgebaut. Und wie schon gesagt, können sie sich natürlich nicht wieder aufbauen. Dementsprechend ginge es auch nicht, da durch eine Reha oder so alles wieder aufzubauen. Das ging bei mir einfach nicht. Und dementsprechend war ich dann vorübergehend schon bisschen früher in den Rollstuhl gesetzt worden, was für mich jetzt gar nicht so schlimm war. Ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. Schlimmer war es dann eher, als ich seit dem guten letzten Jahr sehr viel Bewegung in den Oberarm verloren habe, was für mich echt nicht so schön war. Das muss ich sagen, vermisse ich immer noch am meisten, weil es ist einfach ein großes Stück, soll man es sagen, man kann dann nicht mehr eine Menge alleine. Also es ist so, man verliert eine Menge, wie sagt man dazu? Selbstbestimmtheit. Ja, man kann halt einfach alleine nicht mehr viel, man braucht immer mehr Hilfe. Und das ist das, was mich am meisten gestört hat. Ich bin keine Person, die ungern nach Hilfe fragt, aber ich glaube, jeder möchte alles für sich alleine größtenteils machen. Und so war es natürlich bei mir auch. Und dementsprechend fand ich es schade, dass ich dann nicht mehr selber viele Sachen machen konnte. Diesen positiven Umgang, den wir jetzt alle bei dir erleben, wie du darüber sprichst, den gibst du weiter. Ich habe gerade schon mal gesagt, du hast eine eigene Reportagereihe. Ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und zwar im ersten, du triffst Kinder und Jugendliche. Und zwar in jeder Folge 2. Genau. Ein Kind ohne Beeinträchtigung und ein Kind mit Beeinträchtigung. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, du thematisierst dann auch, darf man es jetzt Behinderung nennen, soll man lieber Beeinträchtigung sagen, auch mit den beiden Kindern. Und diese beiden Kinder eint, dass sie das gleiche Hobby haben. Genau. Und dann ziehst du los mit denen. Ja. Und dann lernen die sich auch kennen. Und dann lernen die auch voneinander. Und zwar vice versa, also jeder von dem jeweils anderen. Was möchtest du anderen Kindern und Jugendlichen und den Zuschauern damit sagen, mitgeben? Also es ist eine sehr umfangreiche Frage. Also sagen wir es mal so, ich hatte schon vorab Ziele, die ich mit der Fernsehsendung dann natürlich auch den Leuten zeigen wollte, beispielsweise für Aufklärung zu sorgen. Gerade im jungen Alter fehlt es so oft noch an Aufklärung. Durch die Fernsehsendung, die natürlich jetzt ist, kann ich für diese Aufklärung größtenteils sorgen. Die Fernsehsendung ist, sagen wir es mal so, eher jüngerem Publikum, bisschen zugewendet. Trotzdem bekomme ich auch sehr viel sehr viele Nachrichten von anderen Erwachsenen, sehr älteren Leuten, die Serien auch gucken und sagen, selbst die haben da was sich noch rausziehen können. Ich glaube, jeder soll sich da so ein bisschen selber ein Bild von machen, was er davon lernen möchte. Aber einfach dieses Miteinander umgehen,
ja, die Grenzen zusammen zu überwinden oder besser gesagt die Barrieren zusammen zu überwinden. Und all das kommt halt in dieser Fernsehsendung vor. Und ja, wie schon gesagt, ich glaube, da kann man eine Menge daraus lernen. Und das kann man tatsächlich. Ich habe mir das angeguckt. Also bisher ist es ja schon ausgestrahlt worden. Ich hatte auch Zugriff auf die anderen Folgen, die noch nicht ausgestrahlt wurden. Und ich glaube, man sollte es sich angucken. Man kann ganz viel lernen. Und vor allen Dingen sollte man sich eine Dokumentation angucken, die quasi nur über dich gerade erscheint. Wir werden hier bei 3 nach 9 nämlich gerade auch begleitet, also du wirst begleitet von einem Dokumentationsteam, das dich auch hinter der, also Backstage, hinter der Bühne gefilmt hat, bei den Vorbereitungen und so weiter. Und das Ergebnis, das sehen wir am 17.10. um 17.30 Uhr, auch im Ersten. Die Dokumentation heißt Karl Josef, Stand-up im Rollstuhl. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Ja. Frau Süssmuth, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, um uns hier in Bremen zu besuchen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ja, ich denke, wir alle. Es sind spannende Zeiten, die wir zu besprechen haben. Armin Laschet wird in einer Biografie bei Armin Laschet steht, Sie seien so etwas wie die Mentorin, vielleicht auch Lehrmeisterin von Armin Laschet gewesen. Finden Sie sich angemessen beschrieben? Oder ist das zu viel der Ehre? Ich finde, Lehrmeisterin war ich nicht. Im Gegenteil, es ist ja so zustande gekommen, dass ich mich interessierte für sein Denken, sein Arbeiten. Was wusste er weit mehr über Judentum, Israelis, über andere Kulturen. Wir haben gerade ein Bild. Können Sie sich erinnern an dieses, an die Situation? Ja, das war, es war eine Preisverleihung. Ich habe ihn kennengelernt als jemand, der Haltung hatte. Mhm. Und in dem Wenigen, was ich aus seiner Bundespolitik oder aus seiner Europapolitik mitbekam, spürte ich, der will integrieren. Hm. Und das war ein Fremdwort in Deutschland. Und in diesen Dingen hat er mir geholfen. Sie haben jetzt eben gefragt, ob ich mich richtig eingeschätzt finde. Also ich möchte eigentlich, so wird es immer dargestellt, wie Sie es sagen, aber das sind wechselseitige Bereicherungen. Mir und umgekehrt. Und ich habe ihn eben kennengelernt als einen Menschen, der auch ethische, der religiöse Positionen hatte, ohne die Menschen damit zu überfallen. Aber aus denen lebte er heraus. Aber aus dem, was Sie jetzt sagen, spricht ja Wertschätzung. Also Sie haben ihn offenbar gemocht. Vielleicht haben Sie auch gesehen, der Mann will hoch hinaus. Wenn Sie jetzt erleben, wie er beschrieben wird, wie er aussieht, wie er sich gebärdet, empfinden Sie da auch Mitgefühl? Geht Ihnen das nahe? Das geht mir nahe, aber wie wir eben schon gesagt haben, Mitleid ist nicht die sinnvolle Haltung. Das hilft einem Menschen nicht weiter. Sondern es geht dann darum, erstens, das ist mir wichtig zu bekunden, auch wenn er jetzt eine Phase durchmacht, die also wirklich ja von Häme, von Ablehnung gekennzeichnet ist. Jeder trägt auch sicherlich mit Fehlern dazu bei, aber kann ich nur sagen, bleibt dir treu. Aber wenn er Sie anrufen würde als alte Mentorin, und würden Sie ihm sagen, Armin, gibt es jetzt auf, es hat keinen Sinn, oder würden Sie sagen, halt durch? Also ich würde ihm diese, wahrscheinlich er ruft mich nicht an, oder wenn er anruft, dann ist irgendetwas. Ich denke, das sind Entscheidungen, die Menschen selbst treffen müssen. Aber sie wollen wohl wissen, ist jetzt alles vorbei, was mal unsere Beziehung, nicht nur Arbeitsbeziehung, sondern auch menschliche Beziehung ausgemacht hat oder nicht. Und da war es mir wichtig, ihm zu sagen, nein, die Person
ist für mich bei ihm nicht beschädigt. Aber die haben gefragt, fühlen Sie das mit? Ja. Aber in dem Sinne, Mensch, wenn es noch schlimmer wird, wie lange hält das durch? Ja. Ich habe ja eigentlich. Was haben Sie sich für eine Antwort gegeben auf diese Frage, wie lange hält jemand sowas durch? Das ist individuell sehr verschieden. Aber Sie kennen ihn ja ein bisschen. Ja, trotzdem mache ich da keine Prognose. Mhm, weil ich weiß, dass er ein Mensch ist, der auch Situationen wenden kann, abändern kann. Und vielleicht ist es für ihn besser, dies jetzt, das kann ja nicht mehr lange dauern, durchzuhalten, als plötzlich aufzugeben und das nicht, also das ist auch meine eigene Überzeugung, so lange durchhalten, wenn man von etwas überzeugt ist, wie man kann. Selbst wenn man dann keinen Erfolg hat, ist es besser, nicht aufgegeben zu haben, als weggelaufen zu sein. Das beschwert hinterher viel mehr, als das durchgehalten zu haben. Und ich habe oft erlebt, nicht erfolgreich zu sein, aber ich habe den Menschen nicht den Gefallen getan, die mich klein machen wollten, zu sagen, jetzt gebe ich auf. Darf ich da an der Stelle einhaken? Sie sind erst 1981 in die CDU eingetreten, davor waren Sie Professorin für Erziehungswissenschaften und schon 4 Jahre später wurden Sie als Nachfolgerin von Heiner Geißler Ministerin für, damals war es glaube ich, Jugend, Gesundheit und Familie. Jugend, Familie und Gesundheit. Und später kamen noch die Frauen dazu. Nach Tschernobyl. Nach 86 kamen dann noch die Frauen dazu. Sie haben das erfolgreich gemacht. Sie hatten sehr viel Resonanz, sehr viele Themen eigene gesetzt und mussten dann auf Druck von Helmut Kohl diesen Ministerposten aufgeben. Ist das eine der Niederlagen, von denen Sie gesprochen haben, wo Sie das Gefühl hatten, hier muss ich jetzt aufgeben? Nein. Das Aufgeben, ja. Ich war zutiefst traurig und bin hineingegangen in diese Verhandlung. Du schlägst andere Personen vor und kommst raus und behältst dein Amt. Weil ich Sorge hatte, mitten in dieser AIDS-Situation wollte ich unbedingt durchhalten. Sie haben sich, das muss man vielleicht noch mal erklären, weil es ja um eine Weile zurückliegt, Sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass HIV-Positive nicht stigmatisiert werden. Ja. Anders als andere Politiker, die das Gefühl hatten, das sei die Ausgeburt der Hölle. Und das war eigentlich ziemlich aussichtslos in der damaligen Situation. Und da haben mir vor allen Dingen Menschen geholfen, dass wir zusammenhielten und das durchhielten. Und den Applaus haben Sie verdient. Ich erinnere mich sehr gut an die Zeit und wie furchtbar mit Menschen verfahren wurden, die diese Krankheit bekommen hatten. Und trotzdem, es half nicht. Sie wurden in eine neue Position hineinkomplimentiert. Bundestagspräsidentin, auch nicht das Schlechteste. Aber Sie hatten wahrscheinlich nicht mehr so viel operative Macht. Und die wollte ich eigentlich behalten. Das füge ich noch mal hinzu, weil ich dachte, was kannst du dann noch in deinem Feld tun, was dir so wichtig ist, habe ich eben beschrieben. Ich muss aber sagen, die Situation war so. Es war nach der Rede meines Vorgängers Jenninger, wo natürlich in der jüdischen der eine verunglückte Gemeinde, Rede hielt ja, und dann aber abtreten musste. Jenninger war kein Antisemit. Das war nur in Klammern, nur zur Erklärung. Ja. Aber er musste am selben Tag noch, Helmut Kohl, zur Weltjüdischen Konferenz nach New York. Und er meinte es und andere auch, das muss bis heute Nachmittag geklärt sein. Es war inzwischen Herr Jenninger zurückgetreten, eine weitere Katastrophe auch für ihn. Und ich muss Ihnen sagen, im Verlauf des Gesprächs habe ich gedacht, du kannst nicht nur an dich denken, jetzt ist er in Not. Du musst ja sagen, man kann nicht nur nehmen, seine man muss Nachfolge auch anzutreten, die von Philipp Jenninger. Ich bin die Nachfolge angetreten und sah zunächst mal nicht, was mache ich denn jetzt.
Und stimmt die Geschichte, dass Helmut Kohl davor, bevor er sie in dieses Amt da komplimentiert hat, gesagt hat, die Dame, gemeint waren Sie, geht mir auf die Nerven, Sie sollen mit Ihren Stöckelschuhen auf dem Boden der Realität bleiben? Das hat er später, soll er später gesagt haben. Halten Sie das für glaubhaft? Ja, Kohl hatte viele Gesichter. Dies gehörte auch zu ihm. Und es hat manche Situationen gegeben, wo wir uns gestritten haben und er hat Ärger mit mir gehabt, ja. Aber diesen Ärger, der ist durchgehalten worden und ich könnte jetzt auch sagen, ja, er hat mich nicht vom Hof vertrieben. Was ist denn vorgeschlagen? Aber es ist so, dass er natürlich sich über mich, sowohl über die Tatsache, dass ich Dinge öffentlich machte, zum Beispiel in der AIDS-Frage, dass ich Dinge öffentlich machte in der Abtreibungsfrage. Ich bin wirklich nicht eine Frau, die erklären würde, der Bauch gehört mir. Aber ich bin eingetreten für einen menschlicheren Umgang mit Konfliktsituationen. Als Katholikin und auch noch. Nach, ja. In der Suche nach besseren Möglichkeiten. Mhm. Und da kommt eigentlich ein wichtiger Satz hinzu, der ihm nicht gefallen hat. Die letzte Entscheidung liegt bei der Frau. Und dabei sind wir auch geblieben. Und ich muss Ihnen sagen, der verstorbene Kardinal Lehmann hat immer gesagt, kein Kind kann ohne die Mutter und gegen die Mutter glücklich werden, wenn die Mutter es nicht will. Also ist doch ein entscheidender Schritt, wie kann man Menschen gewinnen und nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, mit Unterstützung, diesen Schritt zu gehen oder abzulehnen. Aber selbst wer diesen Konflikt anders löst, ist kein Auszustoßender, sondern einer, der zu uns gehört und dem wir weiter zu uns gehörig fühlen müssen. Das ist nicht ganz gelungen, weil wir jetzt wieder den Paragraphen 219 haben. Irgendwo sucht man immer bis zum Letzten doch einen Schuldigen, der dann Ursache ist für unsere Auseinandersetzung, ob wir das anders machen können. Ja, ich bin bereit, dass wir immer fragen, ob wir es noch anders und besser machen können. Aber lassen wir doch endlich wenigstens das, was wir besser gemacht haben. Es sind ja alles manchmal viel zu kleine Schritte, dass wir das auch bestehen lassen und nicht immer wieder in Frage stellen. Ich muss heute den AIDS in früheren AIDS-Infizierten, da sind wir ja sehr weit gekommen durch Forschung und Therapie, immer wieder sagen, passt auf, schaut in unsere Nachbarländer, wie schnell doch wieder bestimmte Gruppen, insbesondere zum Beispiel Homosexuelle, in die Situation zurückfallen, aus der sie befreit wurden. Frau Süssmuth, Sie haben diese Schlachten geschlagen. Sie haben sehr viel Bewusstsein geschaffen, auch in Ihrer eigenen Partei. Die Süddeutsche hat zum 80. Geburtstag geschrieben, dass Sie den Feminismus in die CDU hineingetragen haben. Haben andere geschrieben. Aber ich bin heute Feministin. Sie sind heute Feministin. Wo sehen Sie, wo sagen Sie, ist in der Politik der Missstand, wo Sie sagen würden, da habe ich am wenigsten mit meinem Kampf Erfolg gehabt? Es ist in zwei wesentlichen Punkten. Ich bin ja nicht nur. Die Frauenfrage ist eine Gesellschaftsfrage und hier einfach eine Frauenfrage. Und ich möchte auch nicht zurück in den Kampf gegen Männer, für Frauen und umgekehrt. Sondern ich möchte, da ist der Punkt, dass ich sagen muss, hier bin ich nicht so weit gekommen, wie wir unbedingt kommen müssen. Welchen Punkt besonders? Der Punkt eines neuen Verhältnisses in der menschlichen Gesellschaft und in der Geschlechterfrage. Also man kann sagen, was wollt ihr Frauen eigentlich noch? Ihr habt doch schon so viel erreicht. Ich muss sagen, das haben wir durch Eigenanstrengung maßgeblich erreicht und zunächst durch einige wenige Frauen, die
den Mut hatten, zum Beispiel im Parlamentarischen Rat für den Grundgesetzartikel Männer und Frauen sind gleichberechtigt einzutreten. Sonst hätten wir sie gar nicht bekommen. Mhm. Und dieser Punkt ist mir so wesentlich, weil er nicht nur eine nationale Angelegenheit, sondern europäische und globale Angelegenheit ist. Ob Sie die Unterdrückung der Frauen nehmen, ob Sie die völlige Vermummung nehmen, alles dies sind Formen, die wir überwinden müssen. Ob Sie die genitalen Verstümmelungen nehmen, ob Sie vor allen Dingen auch jetzt wieder nehmen, die Frauen in Afghanistan. Ich könnte genauso gut die Frauen, die Verfolgten im Iran nehmen. Aber können wir nicht sogar mal in Deutschland bleiben an der Stelle? Was sagen Sie denn da zum Beispiel dazu, dass der Frauenanteil bei den Parteien, die jetzt im Bundestag wieder vertreten sind, so gering ist? Ja, das ist ja mein zentrales Anliegen. Also nehmen wir, jetzt haben wir Wahlen gehabt. Die Durchschnittszahl im Parlament ist 34,7. Ja, wir haben das mal aufgeschlüsselt nach Parteien. Vielleicht können wir das einmal zeigen. Ja, aber das, die ist sehr unterschiedlich nach Parteien. Grüne, Linke und SPD sehen ganz anständig aus. Ja. FDP, CDU, CSU und AfD sehr schwach. Und da sage ich jetzt gerade als Angehörige der CDU, so kann das nicht bleiben. Und ich muss Ihnen sagen, solange ich die Kraft habe und noch kann, werde ich nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass wir andere Verhältnisse, auch der Mitwirkung, es geht ja um eine Beteiligungsfrage und Einflussnahme, von Frauen und Männern haben, bei es Männern geht um Gestaltungskraft, haben wir bis über Jahre, bis 87, 1919 Wahlrecht, keine 10% gehabt, ob aus mit SPD-Regierung oder CDU-Regierung. Es war 5, 6 mal 8 und erst seit 87. Dazu haben sicherlich auch die Selbstregelungen, die der Artikel des Grundgesetzes 21 ermöglicht. Wir können Selbstregelungen treffen. Das haben die Grünen ja gemacht, das hat die SPD gemacht, sonst hätten sie nicht über Grünen 58%, 41%. Warum ist das eigentlich eine solch lange debattierte Frage? Ja, und warum stehen wir im europäischen Vergleich damit so schlecht da? Wir stehen ganz schlecht da im europäischen Vergleich, am viertschlechtesten Platz. Und da muss ich sagen, aber Judith fragt gerade, warum? Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass wir so schlecht dastehen? Der Hauptgrund dafür ist die traditionelle Rolle der Frau. Und sie gehörte einfach nicht in die Politik. Ist es nicht auch das Motiv, überhaupt in die Politik zu gehen? Also wenn ich mir überlege... Ich muss sagen, das 19. Jahrhundert, die Weimarer Republik, die dann folgte, die haben 100 Jahre gekämpft. Aber bis dahin war es klar, Frauen gehören ins Haus, ins Private, nicht ins Öffentliche. Und wenn wir Einfluss nehmen wollen auf Erhalt unseres Planeten, auf mehr gerechtere Verteilung, auf Kinder und auch Gesundheit, um nur einige Beispiele zu nennen, dann können das nur beide Geschlechter gemeinsam machen. Sie haben gefragt, woran es liegt. Der Hauptgrund, genau. Dann sind Sie, traditionelle Rolle. Dann muss ich hier nennen, ich möchte es lieber geschmeidiger tun, aber es hilft nicht. Wenn Sie dann nur vorsichtig sind, dann kommt gar nichts. Sie hauen Sie raus, Frau Süßbrot. Ja, wir sind ganz Ohr. Also, das ist eine Machtfrage. Das wollte ich sagen, das Motiv. Ich glaube nämlich, das Motiv ist Macht. Und Frauen sind nicht so machtorientiert wie... Da sind die Jüngeren nicht besser als die Älteren. Die Älteren werden vernünftiger. Und jetzt halten wir uns schon fest an den besseren Einstellungen der Jüngeren in Bezug auf ihre Partnerschaft, in Bezug auf Care, auf Versorgung, auch im privaten Haushalt. Aber Macht ist doch ein sehr männliches Motiv, oder? Bitte? Es gibt doch wohl eher Männer, die eben Macht als Motiv haben, als Frauen. Also ich kenne gar nicht so viele Frauen, die so eine große Sehnsucht nach Macht haben. Ja, aber
Das hängt natürlich mit unserer kulturellen Entwicklung. Mhm. Männer sind immer mit Schwerten, Säbeln und allem durch die Luft gegangen. Mhm. Und da füge ich doch den Satz hinzu. Wir waren in der Höhle, mussten die Hyänen abwehren. In der letzten Phase haben wir jetzt wieder erneut die Veröffentlichung des Ersten und Zweiten Weltkrieges und unter dem Titel Der Krieg hat kein weibliches Gesicht und schildert die Wahrnehmung der Frauen, sei es als Soldatin in Russland und also ich würde sehr gerne in diesem Zusammenhang, Frau Süssmuth, noch mal schamlos Werbung machen für einen Film, der gerade im Kino läuft, in dem Sie eine Rolle, eine wichtige Rolle spielen. Der heißt Die Unbeugsamen und es ist eine Dokumentation über den so mühsamen Kampf von Politikern quer durch alle Parteien, um mehr Anerkennung, um mehr Macht. Es gibt da auch einen Renate Schmidt, die sagt, wir müssen, Macht ist was Gutes, wir brauchen Macht. Wahnsinnig eindrucksvoll, sehenswert. Und Ihnen kann ich nur zurufen, kämpfen Sie weiter. Danke. Danke. Sabine. Wir mussten Corona-bedingt natürlich Abstand halten. Und ja. Dennoch ist mir aufgefallen, vorhin, als wir uns vor der Sendung kurz unterhalten haben, dass du unglaublich gut duftest. Vielen Dank. Es wird sich gleich ergeben, warum ich dich das frage. Aber ist das das Parfum, das du trägst, wenn du als Sabine kommst? Das ist meins, ja. Hast du lange gesucht nach diesem Parfum? Nee, irgendwann, es war ungefähr 2007, da hatte ich meine erste Inszenierung am Berliner Ensemble und da bin ich mal durchs KDW gelaufen und habe an einem Flakon geschnuppert, der mir besonders schön vorkam. Und da wusste ich, dieser Duft macht, dass ich irgendwie gerader dastehe. Und das ist seitdem der Duft. Der Hersteller hat es leider jetzt dieses Jahr aus dem Sortiment genommen. Und ich verliere quasi meine Identität dadurch. Das ist die größte Frechheit. Ich verstehe es. Das wird Herrn Armani irgendwie eine Steuer weggenommen. Das kann er nicht machen. Sag ruhig noch mal, wer diesen Frevel begangen hat. Nein, ja. Entschuldigung. Ich kenne das aber auch. Wir haben noch drüber gesprochen vorhin, weil Düfte eben das Thema sind, auch so ein bisschen, weil du da bist. Ich hatte auch so ein Parfüm, was ich in meiner Jugendzeit benutzt habe. Plötzlich gab es das nicht mehr. Und jetzt habe ich es bei eBay vor 3 Jahren ersteigert. Es war 20 Jahre alt und es riecht immer noch gut. Ja? Ja, ja. Giovanni hat gerade geschnuppert. Ich werde es nachkreieren lassen. Ich habe auch die Restbestände aufgekauft. Ich hoffe, die halten lange im Dunkeln, kleiderschlank irgendwie da. Frank, von dir heißt es, dass du auch ein ganz spezielles Rasierwasser bevorzugst, weil es eine besondere Wirkung haben soll. Magst du das verraten? Nein, es gibt 2 Rasierwasser, die ich in meiner näheren Auswahl habe. Bei dem einen sagt eine meiner Töchter immer, Papa, du riechst gut. Mhm. Also ist das schon mal ein Muss. Und bei dem anderen sagen wildfremde Frauen zu mir auf einmal, was haben Sie für ein Rasierwasser? Das ist dann natürlich immer. Und dann antworten Sie auf Französisch. Liegen auf der Decke. Ja, da sehen wir mal, was für eine Macht Düfte haben. Ja. Und deswegen sprechen wir auch über Düfte, weil es über dich heißt, dass du Düfte mit deinen Rollen verknüpfst. Und das hat was mit deiner Zeit am Theater zu tun. Ja, damals. Wie ging das los? Warum hast du das gemacht, diese Verknüpfung? Ich hatte damals sehr viele Inszenierungen, die ich parallel gespielt habe. Also wir haben jeden Abend eine andere Vorstellung gespielt. Mal Frühlingserwachen, mal was ihr wollt, dann wieder was anderes. Und für mich war es wichtig, um irgendwie seelische Hygiene aufrechtzuerhalten, dass ich einfach jeden Abend anders rieche. Und das war immer an die Rollen geknüpft. Und deshalb bin ich immer losgegangen und habe mir für die jeweiligen Rollen einen eigenen Duft gesucht. Mhm. Ja. Und ist das heute noch so, dass du, wenn du jetzt auch Fernsehen machst, dass du überlegst, da ist eine Rolle? Also wenn man so einen SS-Mann zum Beispiel spielt, sucht man sich dann einen unangenehmen Duft raus? Oder gerade im Gegenteil, weil es ist so einfach, einen SS-Mann als böse und gefährlich zu zeigen. Und was das Gefährliche an dieser Figur war, ist ja das Verführerische, dass man drauf reinfällt und dass man, ein bisschen salopp gesagt, in die Falle tappt. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich für diese Rolle den gleichen Duft benutzt habe wie einige Jahre zuvor, als ich Jesus gespielt habe. Okay, das sollten wir auch tiefenpsychologisch noch mal untersuchen. Nein, das war für mich total faszinierend, weil es sind genau die beiden Enden des Spektrums und die kann man durch den gleichen Duft verbinden und sie haben eine komplett entgegengesetzte Wirkung.
Gibt es Düfte, die dich an etwas oder an jemanden erinnern, der dir jetzt noch unangenehm ist? Ich weiß nicht, ob meine Grundschullehrerin, wie es ihr geht, aber ja. Ich möchte nicht sagen, ob es eine positive oder negative Assoziation ist. Aber ja, da gibt es einen Duft, der löst starke Gefühle aus. Aha. Okay, gut, sehr schön. Du bist als Kind mit deinen Eltern aus Rumänien gekommen. Wie riecht Rumänien? Rumänien, ich vermisse es sehr. Ich würde gern wieder hingehen. Es ist eine wunderbare Mischung zwischen Sonne, Schmutz, Markt und wilde Tiere. Und Autoabgase auch. Es ist eine seltsame Mischung. Es ist ein ganz eigener Duft. Ich könnte mit verbundenen Augen, glaube ich, in jedem Land aussteigen und sagen, das ist Rumänien. Du bist relativ früh weg aus Rumänien, aus dem Land deiner Eltern. Deine Eltern sind beide Musiker. Dein Vater hat es damals geschafft, dem Ceausescu-Regime, einer Diktatur, zu entfliehen, indem er eben sich bei einem Gastspiel in einer Nacht- und Nebel-Aktion abgesetzt hat. Genau. Er konnte euch als Familie dann ein Jahr später nachholen. Familienzusammenführung war das damals. Genau. Wie beurteilst du heute diese ja doch damals sehr mutige Aktion deines Vaters? Absolut heldenhaft. Und das war etwas, eine Entscheidung, die mir das Leben geschenkt hat, das ich heute führen darf. Und gerade an diesem heutigen Abend hier zu sitzen neben Frau Rita Süssmuth, ist für mich sehr berührend, denn mein Vater hat es damals geschafft, in Deutschland zu bleiben, indem er in der Philharmonia Ungarica eine Stelle bekommen hat. Und Sie waren Ehrenpräsidentin dieses Orchesters. Musste kämpfen. Sie haben gekämpft und Sie haben sehr vielen Musikern sehr viel Hoffnung gegeben, als die Politik sagte, brauchen wir Kunst, brauchen wir Kultur, brauchen wir dieses Orchester? Oh. Und das waren sehr viele Musiker, unter anderem mein Vater, meine Familie, die dranhing, die Existenzängste hatten. Und da war die Stimme von Frau Rita Süssmuth, die gesagt hat, ich kämpfe um dieses Orchester, auch wenn es leider nicht gut gegangen ist. Aber sie haben sehr vielen Menschen Hoffnung gemacht. Also schöne Geschichte. Sabine, deine Eltern haben in Hagen damals ein Engagement als Musiker gefunden. Du hättest auch in ihre Fußstapfen treten können, wenn ich deine Biografie richtig gelesen habe. Ja. Denn auch du hast klassische Instrumente erlernt und hast mehrfach sogar den Wettbewerb Jugend musiziert gewonnen. Daher kommt, glaube ich, auch dieses sinnliche Moment, was wir gerade schon mal beschnuppern durften, als es um die Düfte ging, dass du eben einfach mit allen Sinnen irgendwie arbeitest und deine Kunst auch mit allen Sinnen ausdrückst. Warum bist du nicht Musiker geworden, wie deine Eltern, deine Schwester? Ich habe mich wohler gefühlt, autonom als Person auf der Bühne zu stehen, als Musiker, der auf die Reflexe in seiner Hand angewiesen ist. Man muss sehr viel üben, um die Reflexe so einzuprogrammieren, dass der Finger genau einen Millimeter nicht zu weit nach links oder rechts auf den Geigenhals drückt. Und das war für mich immer so ein, wenn ich daneben lag, war das ein Defizit als Musiker. Und als Schauspieler stehst du als ganze Persönlichkeit auf der Bühne. Und da habe ich mich viel befreiter gefühlt. Und ich hatte auch seitdem selten Lampen, also bei Talkshows schon, aber Lampenfieber hatte ich eigentlich nicht mehr, seitdem ich nicht mehr auf der Bühne mit der Geige stehe. Es soll einen Moment gegeben haben, da warst du noch relativ jung, also klein, wo du irgendwie gesagt hast, diese Faszination der Bühne, Schauspiel, das ist es. Und zwar war es die Aufführung, ich glaube, es war ein Musical, Karussell. Deine Mutter hatte dich mitgenommen, sie saß im Orchestergraben, hat musiziert. Magst du uns das erzählen, was dich da so beeindruckt hat, dass du jetzt ein preisgekrönter Schauspieler geworden bist? Ich war im Zuschauerraum und bei Karussell geht es darum, dass die Hauptfigur Vater wird und in Existenzängsten irgendwie nicht weiß, woher bekommt er Geld her, und er begeht einen Überfall. Irgendwie kommt er bei diesem Überfall zu Tode. Und das war eine wunderbare Liebesgeschichte und Musical, Musik. Wir saßen alle im Zuschauerraum und waren verzaubert, wirklich. Also die Person war tot, Stück war zu Ende, alle klatschen, ich gehe zu meiner Mama in die Garderobe und auf einmal stand da dieser Schauspieler, der soeben doch noch gestorben ist, auf der Bühne als Figur. Und ich habe es nicht verstanden. Er stand da und winkte jemandem hinter mir zu. Und dann winkte er weiter und ich habe gemerkt, irgendwie, der winkt mir jetzt zu. Und das war dieser Zaubermoment, wo ich verstanden habe, dass Kunst und Kultur sich auflehnt gegen die Gesetze dieser Welt, auch gegen die Sterblichkeit. Und das war der Moment, wo
ich glaube, zum ersten Mal ich empfunden habe, das könnte etwas für meine Zukunft sein. Und dieser Mann, der da gewunken hat, hieß Werner Hahn. Er gründete das Jugendtheater in Hagen, ist leider jetzt vor einigen Wochen, glaube ich, verstorben. Was für eine Rolle hat Werner Hahn in deinem Leben gespielt? Naja, es gibt, wenn man in der Welt rausschaut, so Menschen, die haben meistens eine schlechte Meinung über alles und wissen genau, wie es ist und bewerten voreingenommen Dinge. Und dann gibt es Menschen, die Pädagogen sind, die sehen, was werden kann aus etwas, das noch nicht da ist. Und das Werner, Potenzial erkennen. Ja. Und Werner war so ein Mentor für mich. Er war immer sehr liebevoll, hat aber auch immer kritisiert, wenn ich mir in meiner jugendlichen Unverschämtheit zu viele Freiheiten rausgenommen habe. Und er hat mir diesen Beruf näher gebracht. Und ohne ihn wäre ich nicht Schauspieler. Das finde ich, ehrlich gesagt, mich beeindruckt das sehr, dass jemand da sitzt in jungen Jahren und sagt, ich verdanke ganz viel jemand anders. Ich habe das nicht alles aus mir rausgeholt und wäre sowieso meinen Weg gegangen, sondern für mich waren entscheidend einige Menschen. Also es imponiert mir. Ganz, ganz oft. Dass ich das sagen darf. Ja, vielen Dank. Deshalb finde ich es auch so wichtig, sich für Jugendliche zu interessieren einfach und sich zu engagieren, weil ich hatte an ganz vielen Punkten in meinem Leben genau die richtige Person, die mir die Hand gereicht hat. Egal, ob es Klaus Peimann war, der mich ins Berliner Ensemble geholt hat, oder Robert Wilson, Werner Hahn. Der Mann, der meinem Papa das Zeichen gegeben hat, jetzt ist der Moment, um abzuhauen. Ich schaue mal kurz weg. Aber man muss auch das Talent haben, zu wissen, das ist jetzt der Moment. Also jetzt muss ich zugreifen. Ja, rückblickend ist es leicht zu sagen, das war der Moment. Aber wenn man im Jetzt schwimmt, quasi ist es ja, kann man es ja nicht sagen. Also man muss einfach darauf vertrauen, dass alles schon so kommt, wie es vielleicht richtig wird. Wie groß war denn dein Vertrauen in dich selber noch, als die ersten Absagen der Schauspielschulen kamen? Naja, ich konnte ja nichts dafür, dass die mein Potenzial nicht erkannt haben. Also ich bin einfach dran geblieben, habe so lange weitergemacht, bis ich dann eine Chance bekommen habe. War Werner Hahn in diesen Momenten für dich da, der dich aufgebaut? Er hat gesagt, weitermachen. Also er hat eigentlich den Satz gesagt, den ich gerade gesagt habe. Ja, ich finde das schön, dass wir ihm übrigens eine Bühne geben heute, dem Werner Hahn, oder? Ich auch. War nicht drauf gefasst, aber ich... Ja, ich habe gedacht, der verdient eine Bühne, dieser Mann. Absolut. Du bist mit seinem Sohn auch sehr gut befreundet. Ja. Ne? Hat dir einen Freund fürs Leben mit auf den Weg gegeben. Das hast du auf deiner Facebook-Seite geschrieben. Jetzt hast du dir gerade ein zweites Standbein zugelegt. Vielleicht darf ich das so sagen, weil ich glaube, da kommt noch mehr. Du bist unter die Romanautoren gegangen und hast deinen ersten Roman veröffentlicht, der just heute erschienen ist. Er heißt Nachtleben und es ist... eine Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte von Anna und Anno. Ich möchte nicht zu viel vom Inhalt vorwegnehmen, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen lieber selber lesen. Aber es ist eine Geschichte, die uns auch so ein bisschen an die Grenzen unseres Verstandes bringt. Wo es um Träume geht und um große Liebe, die alle Hindernisse überwindet. Ja. Was hast du beim Schreiben über dich selbst gelernt? Du als Künstler, der so vielseitig begabt ist. Ich habe wenig über mich selbst nachgedacht, als dass ich da mich habe erfreuen lassen an den Figuren, die da entstanden sind. Und das klingt jetzt so konzeptionell, die Geschichte, wie du sie gerade zusammengefasst hast, aber es ist einfach... Es war nicht so einfach, diese Zusammenfassung zu finden, weil das Buch ist komplex. Ich weiß, ich habe auch, die Geschichte geht nur 173 Seiten und das Man muss dreimal lesen, um es zu verstehen. Das hat Kathi Thalbach gesagt. Ja. Das kann man auch positiv oder negativ verstehen. Ich finde es sehr positiv, weil es eben auch ist streng, also es ist auch ein bisschen was für den Kopf. Ja. Nein, um es kurz zu sagen, also ein bisschen über eine... religiös gesehen in unserem Kulturkreis wird der Bund der Ehe nicht ohne die Worte geschlossen, bis dass der Tod euch scheidet. Und ich finde das eine Beschränkung, die meinem Ideal der absoluten Liebe nicht gerecht wird. Und dieser Roman versucht, diese Beschränkung aufzulösen und die Traumwelt mit der lebenden Welt zu verbinden. Es erzählt eine Liebesgeschichte in der Großstadt, von der Kindheit bis zum Ende der Protagonistinnen. Dann noch in Verbindung mit der Entstehung, also des Urknalls unseres Universums.
und das Ganze auf 172 Seiten. Mhm. Ich sage, es ist komplex. Und die Danksagung ist mir aufgefallen. Da fällt nämlich noch der Name eines Mannes, dem ich hier heute gerne, dem wir gerne eine Bühne geben würden, und zwar Herr Döring. Ja. Magst du uns über Herrn Döring erzählen? Ich hatte so ein sozialethisches Praktikum in meiner Schule im Altersheim. Und da war Herr Döring, der gelähmt war in seinem Bett. Und ich durfte ihn 2 Wochen lang besuchen und habe mit ihm ganz viele Gespräche geführt und herausgefunden, dass er klassische Musik liebt. Also habe ich ihm so einen CD-Player gekauft und ganz viele CDs. Und dann hat sich so eine wunderbare, ja, intime, freundschaftliche Beziehung aufgebaut während dieser 2 Wochen, was ja wirklich nicht lange ist. Und am Schluss wollte ich, dass wir etwas gemeinsam erleben. Dadurch, dass meine Mutter im Orchester im Theater Hagen gespielt hat, hatte ich Kontakte nach ganz oben ins Orchester. Und ich habe organisiert, dass wir in die Stadthalle fahren zusammen und eine Generalprobe des Konzerts besuchen. Also bin ich mit Herrn Döring und einem Transporttaxi quasi dahin gefahren. Und wir haben diese Probe gemeinsam erlebt. Dann habe ich ihn zurückgefahren. Und das war leider das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Aber wenn Liebe mit dem Tod nicht endet, dann gab es jetzt gerade eine Verbindung. Und zwar sowohl zu Werner Hahn als auch zu Herrn Döring. Ich bin absolut überzeugt, dass Liebe nicht mit dem Tod endet. Vielen Dank für diesen wunderbaren Roman und für deinen Besuch. Sehr, sehr traurig, dass wir aufhören müssen. Es ist immer, immer, immer dasselbe. Die Sendezeit reicht nie, obwohl sie schon 2 Stunden währt. Herzlichen Dank. Ja, danke auch von mir. Wenn Sie mögen, sehen wir uns im November wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.